Grüßt euch, meine Lieben! Zum Abendessen habe ich mir heute eine vegetarische Pasta zubereitet. Spaghetti-Nudeln als erstes gekocht und in meine Pfanne platziert. Nachdem ich das gemacht habe, folgten die Zutaten für die Soße. Und zwar eine kleine Menge von den passierten Tomaten. Normalerweise verwende ich frische, doch zu meinem Bedauern hatte ich leider keine da gehabt. Danach ein wenig von meinem neutralen Protein, welches eine spezielle Mischung aus Soja, Weizen und Erbsen enthält. Da ich auf tierische Produkte verzichte, muss ich auf anderen Wegen Eiweißprotein herbekommen. Damit meine vegane Bolognese noch mehr Geschmack bekommt, folgt noch eine fertige Pasta-Soße, die wirklich hervorragend dazu passt. Des Weiteren etwas Salz, Pfeffer, Knoblauch, Zwiebelpulver und zum Schluss noch ein Pasta-Gewürz. Fertig ist mein schnelles und einfaches Dinner. Um das köstliche Menü abzurunden, setzen wir noch quasi eine Kirsche auf die Torte. In unserem Fall den Parmesankäse. Voilà, bon appétit!